Sieht so etwa Forschen in einem autoritären Land wie China aus? Um dieser Frage nachzugehen, begeben wir uns nach Norwegen an die Universität Oslo. Hier treffen wir die China-Wissenschaftlerin Anna-Lisa Ahlers. Sie kann uns mehr dazu berichten, wie und ob es sich in autokratischen Systemen forschen lässt. Das Forschen zu und in einem autoritären Regime kann vielfältiger sein, als man sich das wahrscheinlich denkt. Dazu aber gleich mehr. Klären wir erst einmal, womit sich die China-Wissenschaften eigentlich beschäftigen. Ein Beispiel für Annas China-Forschung ist der Begriff Authoritarian Environmentalism. Auf Deutsch könnte man sagen, autoritärer Umweltschutz. Dieses Forschungsgebiet beschäftigt sich unter anderem mit der Hypothese, dass autoritäre Regimes wie China eventuell effektiver und schneller agieren können, wenn sie den Umweltschutz auf der Agenda haben. Eben weil sie autoritär durchgreifen und zum Beispiel Mobilität und persönlichen Konsum einschränken können. Politische Maßnahmen können unmittelbar umgesetzt werden und müssen nicht durch lange demokratische Aushandlungsprozesse laufen. Dieser Frage müssen die Forscherinnen und Forscher offen nachgehen. Was würde es bedeuten, wenn sie herausfinden, dass ein Land wie China heute in der Tat sehr viel besser in der Lage ist, umweltschützende Maßnahmen durchzusetzen, wie zum Beispiel die Automobilindustrie zu regulieren oder die Bevölkerung innerhalb kürzester Zeit zur ressourcenschonenden Lebensführung zu bringen? Probleme, mit denen demokratische Gesellschaften in Europa und Nordamerika seit Jahrzehnten ringen. Nun aber zurück zu unserer Expertin Anna an der Fakultät der Geisteswissenschaften der Universität Oslo. Wie sieht dein wissenschaftlicher Alltag als Sinologin aus? Zum einen gibt es natürlich das Uni-Geschäft hier, den Unterricht, die Lehre, die Besprechung mit Kollegen, Betreuung von Doktoranden und Masterstudierenden. Nebenbei bin ich aber im Jahr mindestens einmal, oft auch zweimal in China zu Feldforschung unterwegs. Das bedeutet dann, dass ich Interviews führe mit vor allem Bürokraten, Regierungsmitarbeitern, Experten. Ich sammle Dokumente, ich spreche mit Betroffenen vor Ort, Organisationen, NGOs, Stadtbewohnern, die von bestimmten Politikprogrammen betroffen sind, tausche mich mit Kollegen aus, gehe auf Konferenzen. Welche Erfahrungen hast du als Forschende in einem autoritären Land gemacht? Als Forscherin bewegt man sich natürlich in einem autoritären Regime auf sehr schmalem Grad. Man muss Zugang bekommen und behalten. Man muss Schutz von Informanten, das Leben und Arbeiten der Kollegen im Blick haben. Also in welchen Kontexten bewegen die sich? Äußern die sich frei oder nicht? Auf der anderen Seite gibt es eben auch unheimlich viel Austausch unter Forschern. Und wir kriegen aber auch sehr viel Zugang zu beispielsweise lokalen Regierungsbehörden. Teilweise bekommen wir Dokumente, Einblicke in Politikprozesse, Zahlen, Material. Es geht immer darum, den kontinuierlichen Zugang zu behalten, Vertrauen aufzubauen zu den Leuten, mit denen man spricht, zu den Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet. Und wichtig ist es, dass man auf die lokale Ebene geht und nicht die Hemmung hat, durchaus mal mit Regierungsvertretern in China zu sprechen. Da, finde ich, gewinnt man schon sehr viel Einblick, wenn man beharrlich ist und so gewisse Taktiken befolgt, vielleicht teilweise die Dinge sprachlich anders darstellt, also nicht sagt, man kommt jetzt hier, um zu testen, wie gut macht ihr dies oder das, sondern einfach versucht zu verstehen, was eigentlich vor Ort passiert. Ich glaube, im Endeffekt ist der Zugang und ist das, was man rausfinden kann, doch reichhaltiger, als man sich das landläufig vorstellen würde, wenn man immer nur an Zensur und politische Kontrolle und Unterdrückung denkt. Welche Probleme bringt das Forschen in einem autoritären Land mit sich? Und wie gehst du damit um? Es ist schon immer eine Gratwanderung. Man weiß, es gibt Akten über uns in China, die prüfen ganz genau, was wir publizieren, wie wir schreiben. Das wurde uns auch einmal sehr deutlich gemacht. Hier ist eine rote Linie. Wenn ihr in der nächsten Publikation mit zu viel Kritik an Umständen in der und der Stadt in China kommt, dann bekommt ihr im nächsten Jahr kein Visum mehr. Und dann gibt es eben natürlich die Frage, wie stehe ich jetzt selber dazu? Einmal individuell, politisch, moralisch, andererseits aber auch, was Forschungsethik angeht. Und das ist in jedem Fall immer eine persönliche Abwägung. Aber in wissenschaftlichen Publikationen ist das, finde ich, noch möglich, Wege zu finden, seine eigene Integrität als Forscher zu bewahren und sich nicht zu doll anzubiedern. Was macht freies Forschen in der China-Wissenschaft aus? Für mich als China-Forscherin würde das erstmal bedeuten, dass ich mir Themen wählen kann, die ich als Forscherin interessant finde und die nicht direkt auf externe Erwartungen Bezug nehmen und nicht von vornherein vorgeformt sind. Also zum Beispiel
Haltung wie, was bringt es eigentlich auf der lokalen Ebene, sich die Beziehungen zwischen Bevölkerung und Regierung anzuschauen, wenn man es eben mit einer Diktatur zu tun hat. Also dass man von vornherein erstmal die Freiheiten hat, die Fragen zu stellen, die man aus wissenschaftlicher Sicht für relevant hält, ohne dass die durch bestimmte politisch-moralische Erwartungen vorgeformt sind, weil das ist, was Erkenntnis bringt. Auf der anderen Seite natürlich, dass man die Möglichkeit hat, dafür Förderung zu finden, also an Drittmittel kommt, ohne dass man vorgefertigte Kataloge bedient. Natürlich ist es so in Norwegen und Deutschland, China ist von großem ökonomischen Interesse. Also kann man Förderungsmittel finden, die unabhängig davon verteilt werden, ob man jetzt das wirtschaftliche Interesse Norwegens bedient mit seinem Forschungsthema zum Beispiel. Und nicht zuletzt ist es für mich natürlich wichtig, dass ich als Forscherin erstmal persönlich den Freiraum habe zu entscheiden, ist das wissenschaftlich relevant, lässt sich das durchführen und dann in einem nächsten Schritt ist das mit meinen persönlichen Haltungen und Überzeugungen vereinbar. Welche Rolle spielt die Junge Akademie dabei? Gerade was jetzt meine China-Forschung angeht, finde ich es gut, dass die Junge Akademie eine Plattform bietet, Stellung zu nehmen zu Themen, die ich ja eben angesprochen habe, zum Beispiel Pressemitteilungen zu schreiben zu Themen wie Wissenschaftszensur durch China gegenüber europäischen, amerikanischen Wissenschaftsverlagen. Und das sind Äußerungsformen, die ich im Alltag so nicht habe. Und das finde ich an der Jungen Akademie, gerade was das Thema Wissenschaftsfreiheit angeht, sehr, sehr gut.